So Leute, ich bin's wieder, MC Arschel, und nach langer, langer Zeit wirklich, habe ich mal wieder festgestellt, dass wir mal wieder hier was machen können. Und zwar habe ich jetzt, starten einfach mal eine neue Welt. Die nennen wir mal LP mal wieder. Survival, ich muss Cheats wieder anstellen, weil einige Mods, stand auch da, funktionieren besser, wenn es an ist, wegen einigen Commands, die da ausgeführt werden. Ansonsten, wie gesagt, zum Teleportieren und so weiter wird das ja auch gebraucht. Und ich muss ja noch Game Rules einstellen, denn wir wollen ja nicht, dass uns die Creeper da alles verhauen. Gut, dann haben wir das auch schon geladen. Dann stelle ich das kurz ein. Und zwar, warum ich jetzt das neu starte, das machen wir erstmal wieder an. Ne, lassen wir erstmal aus. Warum ich jetzt das neu starte, das andere wird noch fortgesetzt, wenn es dann dabei bleibt. Ansonsten. Ja, wie soll ich's beschreiben? Also die andere Folge hier mit dem Terra Firma Craft wird natürlich noch fortgesetzt. Ansonsten, es geht halt nur darum, dass wegen der Vorbereitung alles zurzeit halt ein bisschen schwer ist. Und dadurch können nicht wirklich Videos kommen, weil es ist langweilig für euch dann zum Gucken. Ich kann halt darüber natürlich Videos machen, wie ich was vorbereite, aber ich denke mal nicht, dass ihr das gucken wollt. Meine Grafikkarte habe ich immer noch keine neue gekauft. Ansonsten habe ich schon alles wieder runtergestellt, was runterzustellen ging. Ansonsten hoffe ich mal, dass es halbwegs geht. Juli, ansonsten habe ich mir mal wieder ein neues Modpack zusammengestellt. Das alte wird, sobald es fertig ist, so wie ich es halt haben möchte, auch zum Download angeboten. Wie gesagt, es ist nicht perfekt, so wie ich es haben wollte, weil dazu müssten die Mods mehr mit interagieren und das hat mich dann mittlerweile auch manchmal sehr oft gestört, weil einfach gewisse Mods nicht miteinander interagieren. Sind ja auch eigentlich nicht gedacht, um zusammenzuarbeiten. Also zumindest ein paar von denen, die wichtig waren. Hätte ich natürlich vorher dran denken müssen, aber naja. So, auf jeden Fall haben die nicht miteinander so kooperiert, wie ich das wollte. Dadurch ist die Spiellust auch ein bisschen zurückgegangen. Also habe ich mich entschlossen, eine neue Serie anzufangen. Machen wir ja gerade hier. Und ja, ich hoffe dann einfach mal, dass euch die genauso gefällt. Ich werde mal wieder nicht sagen, was ich für Mods drin habe. Ich werde das ab einer gewissen Folge in der Beschreibung wieder drin machen. Ansonsten werde ich kurz mal die Musik ein bisschen runter machen. Ich denke mal, die ist ein bisschen sehr laut. Obwohl, ich stelle es einfach mal generell ein bisschen weiter runter. Jetzt müsste es passen. So. Und deswegen, also ein paar Mods, die ihr kennt von mir, die sind auch mal wieder mit bei. Ich habe ein paar neue Mods wieder mit drin, die ihr zum Beispiel noch gar nicht von mir kennt. Und ja, ich denke mal, das wird auch wieder ein gutes Let's Play werden. Ich habe eigentlich genug Mods mit drin, dass man da auch ordentlich Zeit verbringen kann mit Spielen. Aber wie gesagt, fast alle der Modpacks liefen am Anfang relativ stabil. Es kam erst mit zunehmendem Spielstand hinzu, dass irgendwas nicht ging oder irgendwas halt gesponnen hat und dadurch Fehler aufgetreten sind und dadurch dann im Prinzip das Spiel unspielbar wurde und uns nicht wirklich, also mir zumindest. Euch weiß ich nicht, ihr habt ja davon nicht so viel mitbekommen, weil ich das dann rausgeschnitten habe, wenn nicht mehr so viel Spaß gemacht habe und alles mögliche. Deswegen kann ich nicht von Anfang an sagen, ob das Modpack jetzt so hundertprozentig gut läuft. Ich werde bei ein paar Sachen natürlich auch ein bisschen durcheinander kommen, weil zum Beispiel in einem Eden-Level bereite ich das Ganze vor und den Ofen, den ich jetzt gecraft habe, geht da zwar auch, aber mit der Spitzhacke war schon wieder gerade so eine Sache. Deswegen muss ich ab und zu mal ein bisschen überlegen. Ist auch selbstverständlich, denke ich mal.
Ansonsten Kohle brauche ich nicht herstellen. Kann ich hier abbauen. Ansonsten werde ich es wieder so machen, dass ich in der ersten Folge ein bisschen was aufnehme vom Abbau. Bis zur zweiten Folge werde ich dann selber abbauen. Also zwischen den Parts. Ist ein bisschen vorbereiten. Das dauert immer zum Glück nicht so lange, die Ressourcen da abbauen. Und von daher passt es denn. Was ich noch sagen wollte, wie gesagt, zu den paar neuen Mods. Ich gestalte es immer so, dass ich so ungefähr ein Thema habe, wo ich gerade sage, yo, darauf habe ich gerade Lust, was zu machen. Dann sind zwar eventuell auch ein, zwei oder mehrere Mods dabei, die nicht so ganz zu dem Thema passen, aber das Ganze spielbarer machen, finde ich zumindest. Und dadurch habe ich schon immer drauf was, wo ich drauf hin abzielen kann, was ich dann unbedingt erreichen möchte. Ansonsten, ja, wie gesagt, bei ein paar Mods, die sind neu, auch für mich. Ich mache es ja dann immer so, dass ich mich dann... Gehst du hier an? Okay. Da muss ich kurz mal was gucken. Kleinen Moment mal. So, weiter geht's auch schon. Ich hatte noch einen Mod vergessen, den man gerade oben sieht. Und zwar, Wailer. Damit man auch sieht, worauf ich da genau gucke und aus welchem Mod das ist. Falls ihr darauf achtet, könnt ihr auch einige erfahren. Und hier unten stehen ja auch schon ein paar drin. Ein paar Mods vorher erfahren, bevor ich das dann halt freigebe. Erstmal ein paar Fackeln. Wir gehen jetzt nämlich gleich nach unten. Spitzhacken. Mine 1. Und dann fangen wir auch schon mal an zu graben. Also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, warum ich das Ganze hier angefangen habe. Ein anderer Grund, warum es so lange gedauert hat, gehe ich mal darauf nochmal mit ein. Erstens, mein Rechner hat Probleme gemacht. Und zwar, er wollte mich Minecraft immer nicht starten lassen. Er hat dann immer... Oh ja, da war mit der Installation von Windows und alles, hatte ich da ein paar Fehler gemacht, hat die Festplatte dafür zu klein partitioniert. Und dadurch ist bei jedem Update natürlich der Festplattenspeicher immer kleiner geworden und Minecraft benötigt, um hier zu starten, auch einen gewissen Speichersatz, weil es halt ein paar Daten dann schreiben muss. Und da muss ich nochmal kurz... Habe ich hochgestellt. Und da war dann natürlich das Problem, dass er dann ab und zu nicht starten konnte. Und gerade wenn ich da meinen Internetbrowser auf hatte, dann konnte ich es vergessen, weil der erstmal, wie sich die ganze Festplatte, da war nur noch am Ende 100 und hast nicht gesehen, Megabyte übrig. Und die hat sich der Browser dann einfach mal gedacht, ja, ich brauche die nicht. Also, dass ich die nicht brauchen soll, nicht der Browser. Und dann hat er sich den Browser, die komplett geknallt. Hat er erstmal dann die 100 und hast nicht gesehen Megabyte weggenommen. Da hat sich Minecraft dann natürlich immer gesagt, Fehler beim Starten, nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung haben wir Monstern. Ja. Und das ist dann natürlich blöde gewesen für uns. Weil ich konnte so dann immer die Minecraft starten. So, dann haben sich ein paar andere Sachen, die ich halt zum Aufnehmen brauchte, halt auch gedacht, nein... Wir haben auch nicht genug Festplattenspeicher. Wir sind zwar auf einer anderen Festplatte installiert, aber wir brauchen ein paar Sachen, die wir schreiben auf der Hauptfestplatte. Naja, und wie gesagt, die hatte ich eigentlich bloß geplant für Windows und habe ich das dann... Ab und zu ging es mal, da haben sie nicht so viel Speicherplatz genommen. Ab und zu ging es mal, also hauptsächlich ging es da nicht. Und ich hatte dann auch wenig Zeit gehabt wegen Schule, Arbeiten, alles so weiter und so fort. Also Privatleben halt Probleme gehabt, dass ich wenig Zeit hatte. Und von daher konnte ich das nicht machen. Ich habe mich aber... Nein, der erste Creeper, mal hin. Den haben wir nicht mal gesehen. Dann haben wir uns... Ich höre schon irgendwelche Stimmen. Da habe ich mir dann... jetzt mal vor, ein Dings hier zu bauen. Gut, jetzt bin ich aus dem Satz raus. Was ich sagen wollte, irgendwas mit da haben wir. Na, ist egal, dann habe ich das auf jeden Fall dann gestern neu gemacht. Gestern zu heute, die Nacht, sagen wir es mal so rum.
Hab halt meine Windows-CD wiedergenommen. Hab halt gesagt, okay, ich möchte jetzt, du kommst mal da oben hin. Hab dann halt gesagt gehabt, okay, das Ganze runterschmeißen, weil ich wusste ja, dass ich da nur Windows oben hatte. Mit Java und hast du nicht gesehen, ein paar Programme, die da laufen sollten, weil sonst Probleme mit anderen Spielen und hast du nicht gesehen und generell der Zusammenhang nicht so funktioniert. So, und deswegen habe ich dann das alles runterschmeißen können, habe neue Festplatte, also die Partitionierung, die ich von einer anderen Festplatte hatte, die habe ich dann komplett gelassen und habe dann somit da einfach nur 100 GB abgezwackt. Also hat die andere dazugefügt wieder, dass ich komplett meine Festplatte wieder voll hatte, habe dann 100 GB abgezwackt und habe gesagt, okay, die 100 GB anstatt 40 oder was ich hatte, oder 35, 38 hatte ich, glaube ich, habe gesagt, okay, kriegt das statt 38 GB einfach mal 100 GB. Da kann denn, selbst wenn ich da kann ich selbst Spiele noch drauf installieren und habe neu noch Platz. Also habe ich mir gedacht, das sollte dann reichen für Windows alleine und halt, wie gesagt, ein paar Must-Have-Programme, die man da so installiert, wie gesagt, Java und so weiter. So, das passt jetzt alles. Wie gesagt, ich bin ja gerade am Aufnehmen. Wie gesagt, ich habe noch keine Zeit für meinen Rechner gehabt, dass ich mir da mal eine neue Grafikkarte suche. Ich bin ja da dann auch immer so ein Typ. Es muss schon eine relativ gute sein, also da bin ich dann eigen. Und dann, wie gesagt, muss ich mich ja vorher auch erstmal über die informieren, weil, wie gesagt, jede Grafikkarte hat unterschiedlich Angaben. Also es gibt zum Beispiel Grafikkarten, auch jetzt mal, sag ich mal, die sind von, wenn du nur die Daten anguckst, 4 GB, als mal als Beispiel genommen, 4 GB Speicher und GDDR5 oder was das war, bei beiden gleich. Aber Grafikkarte ist nicht gleich Grafikkarte. Das sollten eigentlich auch alle wissen, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben. Und so kann zum Beispiel eine Grafikkarte von XY deutlich besser sein als die Karte von ABC oder so. Und deswegen muss man da dann immer aufpassen, obwohl es die gleichen Daten sind und ungefähr der gleiche Preis. Da möchte ich natürlich das Beste auch fürs Geld bekommen. Ich möchte nicht einfach, sag ich mal, in den Laden gehen und sagen, okay, Shit auf die Kohle. Weil so in Sachen, da möchte ich dann auch dementsprechende Leistung dafür haben. Weil bringt mir nichts, wenn ich da Geld auf den Tisch knall und nachher habe ich hier das schrottige Dings vom Schrottigsten gekauft. Bringt mir dann auch nichts für euch, weil wie gesagt, ihr wollt ja auch ordentlich Qualität haben, die ich zurzeit leider nicht so liefern kann. Aber die Zeit, die wird auch kommen wieder mal. Und dann kann ich mir das leisten, dass ich da mal nachgucke von der Zeit her. Und dann bietet sich's dann natürlich an. Oder dann kann ich wieder bessere Videos machen und kann euch eine bessere Qualität anbieten. Das wollte ich gerade sagen. Gut. Hier haben wir jetzt schon ein paar Mods gesehen gehabt. Die braucht man natürlich immer. Ich weiß aber nicht, ob ich diesmal wieder sehr viel so mit dem Mod über hier die Erzverarbeitung und alles wieder machen werde. Da muss ich noch nachgucken. Hier mein Engineers Toolbox. Das ist ja nun so ziemlich mit meinem Lieblingsmod. Wie viele von euch wissen sollten. Ansonsten bin ich mal wieder gespannt, ob ich von euch mal wieder, oder von dem einen zumindest wieder, gefragt werde, ob ich noch lebe, nicht tot bin. War ja beim letzten Mal, wo ich das Videoserie da gemacht habe. Die hat dann auch Probleme gemacht beim Aufnehmen. Ich weiß nicht, entweder habe ich da irgendein Addon. Hat sich da nicht richtig installiert. Ihr habt auf jeden Fall, habe ich den öfter mal gehabt. Neuen Auftrag bekommen. Alles beim Annehmen ganz normal gut gewesen. Und dann Auftrag angenommen, abgeschlossen. Alles weg. Oder mittendrin einfach mal das Spiel abgestürzt und dadurch alles weg gewesen. Und so oft Safe Games konnte ich gar nicht machen. Da hätte ich, weiß ich, wirklich nach jedem Schritt, den ich gegangen bin, am Ende hätte ich ein Safe Game machen müssen und neu laden. Und darauf habe ich dann einfach keine Lust gehabt. Wie gesagt, wenn ich keine Lust am Spielen habe, dann werde ich das auch nicht aufnehmen, weil dann kriegt ihr das mit und dann gebe ich das quasi an euch weiter und das ist dann nicht so das Wahre. Das möchte ich nicht. Und deswegen, denkt mal, das kennt ihr auch noch von mir.
Und deswegen denke ich mal, dass es so passt. So, wie gesagt, das habe ich jetzt hier gerade oder vor kurzem neu zusammengestellt. Halleluja. Das ist komm her. Dingo. Gut, ansonsten muss ich erstmal gucken, wie ich das. Also ich weiß ein Item, was ich so ziemlich am Anfang haben möchte. Das ist der Wecker. Der Wecker, der Wecker, der Wecker. Wie ich den ja immer so mag. So, der wird erstmal kurz ausgestellt. Wartet mal kurz. Du. So, der hält dann erstmal den Mund. Dann werde ich natürlich jetzt erstmal sagen, haben wir erstmal genug gefarmt. Falls irgendwas Spannendes passieren sollte, nehme ich natürlich gleich wieder auf. Ansonsten war es das erstmal für den ersten Part. Ich mache mal lieber Pause, nicht, dass wir noch überrannt werden vom Creeper, oder hast du nicht gesehen. Ansonsten werde ich halt jetzt bis zum nächsten Part ein paar Ressourcen gefarmt haben. Ich werde mir dann oben eventuell schon ein paar Kisten gebaut haben. Ich weiß, wie gesagt, jetzt noch nicht, was ich in der Zukunft machen werde oder gemacht habe. Das kommt ja dann auch immer auf die Situation drauf an. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich mal wieder, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim, was ihr mir gerade macht. Und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arschl. Und diese Serie soll auch wieder durchgehend fortgesetzt werden. Also, bis dann. Ciao, ciao.